Der Apfel, die knackige Verführung. Saftig, umweltverträglich, makellos, der Apfel der Zukunft. Wettlauf in der Forschung, die krankheitsresistente Sorte. Qualitätskontrolle, auf die inneren Werte kommt es an. Und in Swissmade, Tell und der Apfelschuss. Grafensteiner, Goldparmene, Berner Rose, Schöner von Kent. Alle werben um die Gunst, auserwählt zu werden. Knackig sollten sie sein, makellos und saftig. Das mag die Kundschaft. Allein in Europa gibt es über 20.000 Apfelsorten. Aber nur etwa 70 Sorten sind im Handel. In der Schweiz sind es offiziell nur 28. Noch etwa 5% der Tafeläpfel stammen von Hochstammbäumen in Obstgärten, die vor 100 Jahren aus wirtschaftlichen Gründen angelegt wurden. Nun gelten sie als unwirtschaftlich. Gefährlich ist das Pflegen und Ernten, kompliziert der Schädlingsschutz, teuer die Zeit zum Pflücken. Aber sie sind ein wichtiges Refugium für Tiere und landschaftlich eine Augenweide. Heute wachsen fast alle Tafeläpfel in Niederstammanlagen, teilweise unter Hagelnetzen. Weltweit werden immer mehr Äpfel angebaut, aber nicht mehr gegessen. Seit 1990 erhöhte sich die Erntemenge von 41 auf 55 Millionen Tonnen. Zugelegt hat China in den letzten Jahren um das Dreifache. Amerika erntet 5 Millionen Tonnen. Frankreich und Italien, Polen, Deutschland und die Türkei produzieren je zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Tonnen. Angebaut wird der Apfel aber weltweit fast überall. Apfelernte bei Obstbauer Guido Roth in Altnau am Bodensee. Ein Familienbetrieb. Das Tafelobst wird von Hand gelesen, überall. Heute ist der rote Boskop pflückreif, eine traditionelle Lagersorte. Aber nur die schönsten mit dem richtigen Umfang haben Verkaufschancen. Bei Überproduktion wird der Rahmen enger. Heuer ist ein Durchmesser zwischen 70 bis 85 mm gefragt. Die zu kleinen und zu großen werden zu Most. Wir müssen schauen, dass die Früchte alle Stiele haben und dass sie keine Beulen bekommen. Das ist das Wichtigste. Deshalb muss man sie sorgfältig behandeln. Ich möchte sagen, wie Eier. Um den perfekten Apfel zu bekommen, werden auch chemische Mittel eingesetzt. Gegen Krankheiten wie Schorf und Mehltau. Oder gegen Schädlinge wie Blattläuse, Schalenwickler und Obstmaden. Gespritzt wird in der Regel von der Blüte bis 3 Wochen vor der Ernte. Besonders anfällig ist der Golden Delicious. Und pflegeintensiv sind Monokulturen. Vielerorts sind die Obstbauern daran umzudenken. In der integrierten Produktion spritzen wir so wenig als möglich und gezielt. Und es kommt auf den Sommer an, auf die Niederschläge, dann bei den Schädlingen auf die Auszählungen. Und wir kommen je nachdem auf 10 bis 12 Behandlungen Fungizid. Das sind Schorf- und Mehltau-Behandlungen. Und Insektizide, je nachdem, nach der Population und dem Anfall, ich würde sagen etwa 3. Der Obstbauer kennt auch viele umweltverträgliche Methoden. Der Einsatz von Marienkäfern, welche Läuse fressen etwa. Oder das Mulchen. Dabei wird das Gras relativ häufig geschnitten und unter die Bäume verteilt. So bleiben die Nährstoffe, die im Frühling mit einer Düngung in den Boden gelangt sind, in der Anlage. Und das Gras schützt den Boden unter den Bäumen vor dem Austrocknen. Ein weiteres Rezept für den schönen Apfel ist die sogenannte Baumerziehung. Wir schauen ja schon, dass wir immer ganz kleine Bäume haben. Und wenn die Bäume klein sind, dann ist ja das Volumen kleiner und alle Früchte sind somit an der Sonne. Und wenn sie an der Sonne reifen, dann haben sie Licht, Luft und einen schönen Lebensraum von der Blüte weg, bis sie zur Frucht heranwachsen, dass sie ein optimales Aroma sich aneignen können. Nebst viel Wasser enthält der Apfel Fruchtzucker. Unzählige Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, auch Ballaststoffe, aber wenig Eiweiß und Fett. Eine Apotheke Gottes, das wusste schon der Volksmund. Einmal geerntet, bauen sie ihre Qualitäten langsam ab. Darum müssen sie schnell in den Verkauf oder ins Lager. Der Obstbauer arbeitet eng mit einem Lageristen zusammen. Der holt die Äpfel täglich ab. Musik.
Der Apfel und die Sünde. Verlockend am verbotenen Baum der Erkenntnis. Adam, lieber, versuch die Spieß. Nein, Männin, wir brechen das Gebot. Iss doch des Öpfels um meinetwillen. Und aus ist's mit dem Paradies. Der Apfel, Symbol von Macht und Fruchtbarkeit. Nur der Schönheitsapfel des Paris für Aphrodite wurde zum Zankapfel. Dafür genüsslich besingt ihn das Alte Testament. Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter den Jünglingen. Unter seinem Schatten zu sitzen begehr ich, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Eidgenössische Forschungsanstalt in Wädenswil am Zürichsee. Hier werden neue Äpfel gezüchtet. Die Anforderungen müssen den Konsumenten, Obstbauern, Lagerhaltern und der Umwelt genügen. Am wichtigsten ist natürlich die Fruchtqualität, also dass wir gute Früchte haben vom Aussehen, aber vor allem auch von der inneren Qualität her, also geschmacklich, saftig, fest im Fleisch. Dann ein weiterer Punkt ist natürlich der Ertrag, also wir müssen gute Erträge haben. Und wir möchten möglichst resistente Sorten, also wenig anfällig gegen Krankheiten und Schädlinge. Eine neue Sorte beginnt mit einer Kreuzung. Normalerweise bringen Bienen die Pollen einer blühenden Apfelsorte auf die Blütennarbe einer anderen Sorte. Bei einer Kreuzung will man aber die Eltern selber bestimmen. Man kreuzt etwa eine schorfresistente Sorte mit einer Sorte, deren Äpfel knackig sind. Im Herbst kann man die Kreuzungsfrüchte ernten. Jeder Apfelkern darin ergibt eine neue Sorte, denn er enthält eine unbekannte Erbkombination der Eltern. Die Sämlinge aus den Kernen werden in den beiden ersten Jahren verschiedenen Krankheiten und Schädlingen ausgesetzt. Die stärksten werden ausgewählt zum nächsten Schritt, der Veredelung. Seit kurzem kann nun Markus Keller-Hals gezielter vorgehen. Denn er ist zusammen mit seinen Kollegen an der ETH in Zürich und 8 ausländischen Instituten an einem EU-Projekt beteiligt. Dabei geht es um 2 Fragen. Erstens, kann man aufgrund der Analyse eines jungen Blattes feststellen, ob eine Pflanze das gewünschte Resistenzgen mitbringt, ob sie also Mehltau und Schorf abwehren kann. Vor 7 Jahren begann man zu forschen. Das Ziel ist erreicht. Die Methode ist heute anwendbar. Zweitens, will man weitere Merkmale der Äpfel, die agronomisch wichtig sind, früh feststellen können. Etwa diejenigen für Farbe, Lagerfähigkeit, Größe und so weiter. Der Züchter produziert pro Jahr viele tausend Nachkommen einer Apfelkreuzung. Und er hat die Aufgabe, die idealen Nachkommen auszuwählen. Nun muss er aber nicht nur auf die zum Beispiel Schorfresistenz, das heißt die Anfälligkeit oder Nichtanfälligkeit achten, sondern hat noch viele andere Kriterien. Und unsere Werkzeuge werden es ihm einmal erlauben, aus der Vielzahl der Nachkommenschaften die wenigen Individuen auszuwählen, die alle gewünschten Eigenschaften vereinen. Dieses Ziel ist noch in weiter Ferne. Es sind erst relativ wenige der interessierenden Apfelgene bekannt. Ein reger Datenaustausch unter allen Pflanzenwissenschaftlern ist nötig. Allein schafft heute keine Universität mehr solche Ziele. Umso weniger, als die Natur auch nicht schläft. Wenn wir ein Gen haben, welches eine Pflanze resistent macht, dann wissen wir, mit der Zeit wird es neue Pilzstämme oder Bakterien- oder Virenstämme geben, die diese Resistenz annullieren können, also knacken, wie Sie sagen. Darum muss die Forschung immer einen Schritt weiter sein als die Natur. Es ist ein Rennen. Und darum versuchen wir heute, mehrere Gene gleichzeitig einzubauen, verschiedenartige Gene, die verschiedene Funktionen haben. Dies durch herkömmliche Kreuzung. Jedenfalls vorderhand in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. In der Forschungsanstalt werden die auserkorenen Sämlinge veredelt. Man benötigt dazu eine Veredelungsunterlage, ein eigens dafür vermehrter Apfelbaum. Er bildet später das Wurzelwerk. Garantiert die gute Nahrungsaufnahme aus dem Boden, begrenzt aber auch die Wuchsstärke. Vom Sämling braucht man nur ein Auge. Aus dem Auge wächst im Frühjahr der neue Apfelbaum. Der Trieb der Unterlage wird abgeschnitten.
Vier bis fünf Jahre nach der Bestäubung reifen zum ersten Mal Früchte. Die gesunden werden gekostet, getestet und verglichen mit alten und neuen Sorten. Auch mit solchen, die weltweit gezüchtet wurden und hier geprüft werden. Da kann schon mal ein Schorf auftreten. Markus Kellerhals ist nach zehnjähriger Arbeit eine eigene Schorf- und Mehltau-resistente Sorte geglückt, die Arriva. Die Sorte, damals noch als Zuchtnummer, 7262, ist mir eigentlich sehr schnell aufgefallen. Die Früchte waren sehr gut haltbar und sie waren sehr festfleischig und auch angenehm im Zuckersäureverhältnis, also sehr angenehm zum Essen. Um eine neue Sorte wie die Arriva auf den Markt zu etablieren, wird es nochmals 10 Jahre dauern. Auch der Obstbauer testet neue Sorten, mehrere aus Tschechien. Ohnehin muss er nach 15 Jahren seine Bäume ersetzen. Das ist jetzt eine neue Sorte, eine scharfresistente. Das ist die Sorte Topaz. Und da haben wir noch bis jetzt praktisch keinen Pflanzenschutz gemacht. Und das ist vielleicht die Zukunft im Obstbau. In Altenau, in der Küche des Schäfli, da lässt sich zur Apfelzeit der Spitzenkoch vom ältesten Obst inspirieren. Der Apfel hat wieder wahnsinnig an Prestige gewonnen, oder? Er ist von der Nostalgie, von der Vergessenheit, ist wieder zurückgekehrt, oder? Und ist eine Frucht, die uns viel Freude macht zu kochen. Aromatische Äpfel werden im Zuckersud samt Zimtstängel und Zitronenschale gegart, ja nicht zerfallen lassen. Beilagen sind Kartoffelschupfnudeln, sogenannte Bubenspitzli. Dann Würstchen und als Unterlage ein Sauerkraut. Sein Menü hat mit Natur zu tun. Es heißt Apfel mit Wurm. Der Apfel mit dem Würstchen als Wurm, oder? Und das ist etwas, was das Auge ansprechend ist und in der Familie gemacht werden kann. Und zum Dessert ein warmes, nicht allzu kalorienarmes Apfeltörtchen mit Vanilleeis und Schlagsahne. Ein Obstgarten in Obon, angelegt 1975. Hier werden vom Aussterben bedrohte Apfelbäume gepflanzt. Es ist sozusagen das Genlager der Äpfel. Diese alten Sorten zeigen Qualitäten, die man nicht verlieren möchte, sei es ihre Fruchtbarkeit, Resistenz gegen Krankheiten oder Anpassung an den Boden. Besinnung darauf, dass nicht alle Äpfel der Welt überall gleich gut gedeihen, dass es auch ortsbedingte Vorlieben gibt. Vielleicht wird man einige Merkmale später wieder schätzen. Hier haben wir einen Baum aus dem Jura. Wir fanden nur noch einen einzigen Ast. Der Apfel hat eine Art Rost um die Fliege. Ferner ist er sehr produktiv und nicht schorfanfällig. Er wurde nie behandelt und sein Blattwerk ist absolut gesund. Roger Courba war einer der ersten in Europa mit diesem Obstgarten der verschwindenden Sorten. Unterstützt wird er von der Vereinigung Fructus. Heute entstehen in vielen Ländern solche Streuobstwiesen. Meist auf private Initiative hin. Dieser Apfel sieht ganz normal aus. Aber wenn man ihn schneidet, sieht man, dass er kein Kernhaus hat. Solche Eigenheiten geben sogar der Forschung Rätsel auf. Andere Sorten werden wiederum eher aus historischen Gründen aufbewahrt.
la plus ancienne des variétés que l'on connaît. Hier haben wir die älteste uns bekannte Sorte, der Sternapi, so benannt, weil er fünfeckig ist. Die Römer kannten ihn bereits. Côté. Donc c'est une variété que les Romains connaissaient. Elle est pas très grande. Er ist nicht sehr groß, dafür sehr hart. Und im Herbst bleibt er auf dem Baum. Er ist eher dekorativ als gut. Aber es ist doch interessant, eine Frucht essen zu können, die schon Julius Caesar kostete. Que Jules César a certainement dégusté avant nous. Im Kühllastwagen fahren die frisch geernteten Niederstammäpfel ins Lager, hier zur Firma Vöglister in Dietikon. Pro Lieferung werden zufällig 1 bis 2 Kisten ausgewählt. Aus diesen wird Apfel für Apfel auf Schäden, Größe und Farbanteil geprüft und so in verschiedene Qualitätsklassen eingeteilt. Dann werden sie stichprobenmäßig auf ihre innere Qualität geprüft. Was früher nur in einem Labor und arbeitsaufwendig möglich war, wird neu von einem Apparat und nach internationalen Normen einheitlich gemessen. Pimprenel heißt das robotisierte Labor. Es misst die Festigkeit, die Saftigkeit, den Säure- und den Zuckergehalt. Der Konsument will, das weiß man, einen saftigen, knackigen, frischen Apfel haben. Und für jede Sorte gibt es ein optimales Zucker-Säure-Verhältnis. Gerade unreife Posten oder überreife Posten lassen sich sehr, sehr einfach aussortieren mit diesem Gerät. Die Äpfel, die den Anforderungen entsprechen, werden in Kühlzellen gebracht. Wenn die Zellen voll sind, werden sie luftdicht abgeschlossen. Die Äpfel fallen in einen Dornröschenschlaf. Die Äpfel sind nicht beliebig lang lagerbar, ist auch gar nicht das Ziel bei dieser Äpfelschwemme, die wir heutzutage haben. Die längsten Sorte kann man gut ein Jahr lang lagern. Das ist Golden Delicious, Maigold, Ida Red. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperatur, minimalster Sauerstoff und viel zusätzliches Kohlendioxid reduzieren die Atmung des Apfels praktisch auf den Nullpunkt. Er bleibt jung, mitsamt seinen Aromen und Vitaminen. Wenn die Früchte aus den Zellen kommen, werden sie mitsamt der Kiste in ein Wasserbecken getaucht. Aus diesem treiben sie auf sanfte Weise, ohne Druckstellen zu bekommen, bis zur Sortieranlage. Da wird weiter ausgeschieden. Fehlerhafte Äpfel werden mit Stäben berührt. Dabei blinkt ein Licht auf und die Kamera an der Decke merkt sich das Fach. Weiter wird die Farbe gemessen, etwa der Anteil von Rot. Anschließend wird der Apfel gewogen. Nun ist er analysiert, jeder einzeln. Und er gleitet auf das Band, das ihn zu seinesgleichen führt. Es sieht besser aus, wenn Sie in einem Plateau alles Rote oder alles Gelbe oder alles zur Hälfte Rote, halbe Gelbe haben, als wenn Sie ein Durcheinander haben. Und das verkauft sich besser. Der Markt bestätigt, dass diese Methode tatsächlich Erfolg hat. Und die Überproduktion fordert geradezu griffige Verkaufsrezepte heraus. Auch bei der Lancierung einer neuen Sorte ist Exklusivität gefragt. Die vor 2 Jahren eingeführte australische Pink Lady ist nicht nur exklusiv mit ihrer Farbe, sie ist keine Sorte, sondern eine Marke mit Markenzeichen. Und das Vermarktungssystem ist auf einem Club von lizenzierten Anbauern und Verkäufern aufgebaut. Dies soll der Einheitlichkeit von Kontrolle und Qualität dienen. Auch die Obstverbände werben um die Gunst der Kundinnen und Kunden, etwa mit einem Apfelschäl-Wettbewerb. Wer schafft die längste Apfelschale mit einem Küchenmesser in 5 Minuten als Laie? Derweil der Meister sich seine Zeit nimmt und mit dem eigenen Werkzeug schält. Um jeden Millimeter wird gerungen, unter kritischen Blicken der Zaungäste. Oh, alors là, je leur lève mon chapeau.
Nur einer schält und schält. Der Schweizer Meister 1997. Knapp 25 Meter lang war seine Schale. Obstbauer vom Beruf. Er brachte seinen Apfel selber mit und verteidigt seinen Titel. Jetzt ist vorbei. Wird er seinen Rekord vom letzten Jahr überbieten? Den Weltrekord hält eine Amerikanerin. Sie schaffte 53 Meter. Also jetzt haben wir 20, 22, 23. 23 Meter 65 Zentimeter. Kein neuer Rekord. 65. Eigentlich bin ich zufrieden mit dem Resultat, weil der Apfel ist ein Stück kleiner als der letztjährige. Und so, das bedeutet, ich habe dünner geschnitten. Und wenn ich wieder einen grossen Apfel bekomme in einem anderen Jahr, dann liegt wieder mehr drin. Mostäpfel. Sie wachsen in der Regel auf Hochstämmen, sind kraftvoll, reich an Vitaminen und Nährstoffen. Mit der weltweiten Überproduktion, die sich in Form von Apfelsaftkonzentrat zeigt, fielen die Preise. Hinzu kommt 1998 eine Bombenernte in der Schweiz. Knapp 19 Rappen wird pro Kilo dem Obstbauern bezahlt. In Deutschland sogar nur 10 Pfennig. Das deckt die Selbstkosten nicht. Auch kann nicht jeder beliebig seine Äpfel in die Mosterei fahren. Voraussetzung ist eine langjährige Zusammenarbeit. Mosterei Möhl, Arbon. Ein relativ kleiner, 100-jähriger Familienbetrieb mit rund 35 Angestellten. Wir haben etwa 150 Landwirte, die uns das Obst bringen jedes Jahr. Und von denen nehmen wir das Obst auch ab. Der Bund, die Obstbauern und Mostereien subventionieren gemeinsam den Export von überschüssigem Schweizer Apfelsaftkonzentrat, um mit den billigen ausländischen Konzentraten konkurrieren zu können. Die Äpfel werden gewaschen, in der Obstmühle zur sogenannten Maische gemahlen und dann gepresst. Die Hochleistungspresse verarbeitet 10 Tonnen Äpfel pro Stunde. Aus 100 Kilo Äpfeln gewinnt sie 78 Liter Saft. Er kann frischer Presse genossen werden, hält aber ohne Behandlung nur ein paar Tage. Der übrig gebliebene Fünftel, der Trister, ist immer noch reich an Nährstoffen. Er wird nass als Tierfutter an die Landwirte oder getrocknet an Futtermühlen zur Viehfutterherstellung verkauft. Kein Gramm eines Apfels geht verloren. Der Apfelsaft ab Presse kann nun abgefüllt und sterilisiert oder als Saft unter Kohlensäuredruck aufbewahrt werden, was der Fall bei Biosaft ist. Oder er wird konzentriert. Dabei werden in der Aromaanlage zuerst die Aromastoffe aufgefangen und separat gelagert. Erst danach wird der Saft auf einen Sechstel seines Gewichts eingedampft. Das Konzentrat braucht weniger Lagerplatz und keine Konservierungsmittel. Da kommt überhaupt nichts rein. Der fruchteigene Zuckergehalt ist dann so groß, dass keine Hefen wachsen können und auch kein Schimmelpilz. Und so ist das Konzentrat über 2-3 Jahre haltbar. Bei Gebrauch wird es mit Quellwasser aufgelöst. Das Aroma kommt hinzu und entweder wird der Saft naturtrüb belassen oder geklärt und gefiltert. In Tanks wird der Apfelsaft zu Apfelwein gegoren und, eine Spezialität bei Möhl, in Holzfässern gelagert, die je 20.000 Liter fassen. Aus Apfelwein wird auch Apfelessig gemacht. Der gegorene Apfelsaft wurde in der Bodenseeregion bereits im 15. Jahrhundert zum Volksgetränk. Aber schon die alten Römer kannten ihn, den Cidro. Die Österreicher ihren Apfelwoi. Je nach Land enthält er 4-8% Alkohol. Heute werden in der Schweiz 13 Liter Apfelsaft und Apfelwein pro Jahr und Person getrunken. Tendenz stagnierend. Apfelsaft wird an sich von allen Leuten gern getrunken. Aber er hat ein Imageproblem. Er sollte moderner daherkommen, dass auch junge Leute sich nicht genieren, einen Apfelsaft an einer Bar oder in einem Restaurant zu bestellen. Mit ihrem Swissli, einem Apfelsaft mit Holunderblüten, hat die Mosterei Möhl einen Anfang gemacht.
Apfelschaumweine und etwa der normannische Cidre Boucher gelten als Geheimtipp. In New York ist cool, wer einen Cider bestellt. Und schließlich lassen sich auch Äpfel vielseitig schütteln. Vom Frühjahr bis zum Herbst ist es das gewisse Räuchlein, das den Stürbrenner verrät und an die Äpfel erinnert, die zerquetscht und luftdicht abgeschlossen in Fässern vergoren sind und aufs Brennen warten. Je geschmackvoller die Äpfel und je feiner die Maische, desto besser wird der Obstler gelingen. Der Stör- oder Lohnbrenner, ein aussterbendes Gewerbe, zieht mit seinem Wagen von Gegend zu Gegend, bleibt einige Tage und brennt für die umliegenden Kunden das gewünschte Hochprozentige. Mit oder ohne Kräuter, in der Regel auf 54 Grad hinunter verdünnt. Das Geheimnis des Obstbrennens ist, dass man eine gute Maische hat dazu und dass die Anlage gut funktioniert, dann kann jeder Schnaps gelingen. Natürlich braucht es noch einige Finessen, das dosierte Erhitzen etwa. Ein jeder hat halt seine Geheimnisse. Vor allem bei dem Getränk, das auch viel Elend anrichten kann. Dann doch lieber essen, den Apfel. Aber einigen bekommt er nicht am Abend, anderen nicht am Morgen. Die Ernährungsbegleiterin Susanna Krebs unterwegs zu den Bäumchen, die jedem Kind zur Geburt gepflanzt wurden. Vielerorts ein Brauch. Der 8-jährige Julian pflückt den ersten Apfel seines Bäumchens dieses Jahr. Erspart nun eigentlich der tägliche Apfel einen Doktor? Ich würde das nicht einfach unterschreiben, nein. Aber etwas Wahrheit ist in dieser Aussage, dass er uns in unserer Gesundheit unterstützen kann. Aber wir können trotzdem krank werden. Ungeeignet ist er auch als Zahnbürste der Natur. Die Säure greift den Schmelz an. Aber putzen sollte man die Zähne erst eine halbe Stunde später und zuerst den Mund spülen. Hingegen ist der Apfel ein beliebtes Heilmittel bei Magenbeschwerden. Und je nach Raffelart vermag er ein anderes Leiden zu lindern. Wenn man Durchfall hat, ist es sinnvoll, den Apfel mit der Glasreibe zu raffeln. Dann sind alle Fasern so aufgeknackt, aufgeschlossen, dass er dann Wasser ziehen kann und eher stopfend wirkt. Bei Verstopfung hingegen ist die größere Raffel angesagt. In der Schweiz etwa die Birchenraffel. Weltberühmt auch der Apfelessig-Drink. Honig ins lauwarme Wasser, Apfelessig dazu und man wird schlank. Er regt vor allem den Fettstoffwechsel stark an, aber er kann auch helfen, mehr Hunger zu haben. Also er kann auch appetitfördernd sein und vielleicht hebt sich das dann wiederum auf. Darum nicht vergessen, Äpfel essen. Sie sahen, der Apfel, die knackige Verführung. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 3814 oder über Internet. Wilhelm Tell und der Apfelschuss in Swissmade gleich nach der Unterbrechung. Im Jahr des Herrn 1291. Friedlicher Bürger in drei Gegenden am Nordrand der Alpen. Wackere Sennen, Käser und Bauern. Oder Jäger. Wie unser Tell, Wilhelm Tell, seine Axt im Haus erspart den Zimmermann. Besorgt um seine Söhne und nie um eine Antwort verlegen. Der Strang ist mir in zwei. Mach ihn mir, Vater. Nein, ich nicht.
ein rechter Schütze. Hilft sich selbst. Die Knaben fangen zeitig an zu schießen. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Ihr Handwerk verstehen zu der Zeit auch die Handlanger des Bösen meisterlich. Unzimperlich treiben sie Steuern ein. Sie huren, plagen und plündern. Sogar den Hut soll man grüßen. Den Hut des Reichvogts Hermann Gessler. Man soll ihn mit gebogenem Knie und entblößtem Haupt verehren. Das reizt den Revoluzzergeist. Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden. Der Starke ist am mächtigsten allein. Gemeinsam oder jeder für sich? Das ist hier die Frage. Tell ist ein Einzelgänger. Die anderen verbünden sich klammheimlich auf dem Rütli. Wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. Des Tags der freie Vater tritt in die Falle. In des Kaisers Namen haltet an und steht. Was wollt ihr? Warum haltet ihr mich auf? Ihr habt den Hut nicht referenz bewiesen. Und schon ist Gessler selbst zur Stelle. Verachtest du so deinen Kaiser, Tell? Und mich, der hier an seine Stadt gebietet, dass du die Ehre versagst dem Hut? Ich bitt um Gnade. Es soll nicht mehr begegnen. Du bist ein Meister auf der Armbrust, Tell. Und das muss wahr sein, Herr. Den Apfel schießt der Vater dir vom Baum. Auf 100 Schritte. Nimm die Armbrust und mach dich fertig, einen Apfel von des Knabens Kopf zu schießen. Das will ich raten. Ziele gut. Frisch, Vater, zeig's, dass du ein Schütze bist. Der glaubst du nicht. Schieß, schnell. Was? Soll der Frevel sich vor unseren Augen vollenden? Wozu haben wir geschworen? Es ist umsonst. Erlasset mir den Schuss, Herr. Hier ist mein Herz. Ruft eure Reisigen und stoß mich nieder. Ich will dein Leben nicht. Ich will den Schuss. Es muss. Vater, schieß zu. Ich fürcht mich nicht. Wir werden dich. Es war nur eine Zweck hat er erreicht. Ihr schweigt, bis man euch auf Luft. Der Apfel ist getroffen. Er hat's geschafft. Er ist der neue Held. Hier die Wiederholung. Der Apfel müsste platzen. Nicht unser Freiheitsapfel. Nicht hier in Interlaken. Jeden Sommer. Mein Gott! Den Apfel mitten durch den Schuss. Es war ein Meisterschuss. Ich muss ihn loben. Das war's denn wohl. Herr! Was befällt dir, Herr? Noch ist die Freiheit nicht gewonnen. Du steckst es noch einen zweiten Pfeil zu dir. Was meintest du damit? Mit diesem zweiten Pfeil durchschoss ich ein! Die Wahrheit kommt ihm teuer zu stehen. Abgeführt zum Zwinger, per Schiff, bei größtem Sturm. Doch er rettet sich mit einem Sprung auf eine Platte. Die Tells-Platte. Doch durch diese hohle Gasse muss er kommen, der Tyrann. Ein neues Gesetz will ich in diesem Land verkünden. Ich bin der Landwirt. Sei mit Leuten. Mord! Mord! Du wirst dem Lande nicht mehr schaden. Das ist Tells Geschoss. Das Land ist frei! Und so ist das brave Volk zu seiner Freiheit gekommen. Dank Tell, dem Einzelkämpfer und dem Apfelschuss.